Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute mal etwas ganz anderes. Zwar gibt es einen Vlog auf meinem Kanal, also so ein richtiges Labervideo. Und das gab es ja bis jetzt noch nie. Und ich möchte euch erzählen, was demnächst so sich bei mir ändern wird, also was es so Neues in meinem Leben gibt und was es hier auch Neues auf dem Kanal geben wird. Ich hoffe natürlich, ihr habt da Lust drauf und ich fange auch jetzt schon gleich mit dem ersten Thema an. Ich möchte eine Weihnachtsvideoreihe für euch starten. Den genauen Namen habe ich mir jetzt noch nicht ausgedacht, aber das kommt natürlich noch und ich denke, da wird mir auch schnell was einfallen. Die Videoreihe soll zwischen 4 und 5 Videos beinhalten. Darunter werden dann DIYs, Get Ready With Me und Food-Ideen sein. Ich hoffe natürlich, dass ihr auf das Ganze Lust habt. So eine Videoreihe gab es ja bis jetzt noch nie auf meinem Kanal und deswegen bin ich selbst mal gespannt, wie ich persönlich das so hinbekomme. Das erste Video der Weihnachtsreihe wird es auch schon im November geben und zwar ist das ein DIY. Was genau es ist, verrate ich euch jetzt nicht, sonst wäre es ja keine Überraschung mehr. Genau, es ist ein DIY und das muss man halt, wenn, vor Dezember machen. Vielleicht habt ihr ja schon die ein oder andere Idee, was es sein könnte. Und deswegen kommt dieses Video im November und es kann sogar sein, wenn alles klappt, dass es schon nächste Woche online kommt. Die anderen Videos kommen vielleicht dann zu den Adventen hin oder je nachdem, wie es bei mir passt, da muss ich noch schauen. Das werdet ihr dann aber sehen. Das war's mit der Videoreihe, was ich euch dazu sagen wollte. Und dann kommen wir zu einem für mich persönlich ganz, 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 ganz tollen Thema. Und zwar zieht Anfang Dezember unser Welpe ein. Also ein Hundewelpe. Und zwar eine Chihuahua-Hündin. Ich habe sie auch schon auf den Namen Tinkerbell getauft. Und ich freue mich wirklich total, wenn wir sie abholen können. Also es wird dann Anfang Dezember sein. Weil ich wollte schon ganz, ganz, ganz lange einen eigenen Hund haben. Und jetzt kann ich mir endlich den Wunsch erfüllen. Und das passt jetzt auch alles so, wie es ist. Sowas muss man sich ja vorher immer gründlich überlegen mit einem Hund, weil ihr wisst ja ganz genau, ihr seid dann natürlich eingeschränkt in dem, was ihr machen könnt oder wie halt sonst immer alles bei euch gelaufen ist. Ihr könnt den Hund halt nicht einfach mal, wenn ihr jetzt shoppen geht, 8 Stunden alleine lassen. So ist es halt nicht mehr. Aber über sowas muss man sich natürlich im Voraus, muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, ob der Hund denn zu mir passt oder ob ein Hund in mein Leben passt. Und ja, wie gesagt, wir holen sie Anfang Dezember ab und ich nehme euch da auch mit. Ich vlog euch das Ganze. Ich vlog euch, wie wir sie abholen und wir müssen da echt lang fahren. Ich glaube, 2,5 Stunden Autofahrt. Und deswegen stelle ich mir das nicht ganz einfach vor. Ich bin mal gespannt, ob sie sich dann ruhig verhält im Auto oder wie das alles läuft. Ihr bekommt das natürlich alles mit. Und ich werde auch die Tage darauf filmen, also wie das alles hier so läuft und ja klar, wie sie dann halt hier aufwächst. Und ich mache euch dann auch nochmal so eine Hunde-Videoreihe und ich hoffe, oder Welpen-Videoreihe. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es nennen werde, aber das werdet ihr dann auch hier sehen. Ich hoffe natürlich, dass es Leute unter euch gibt, die diese Videos sehen möchten. Ich finde die immer ganz interessant und besonders, wenn man vorhat, sich einen Hund zu holen und dann schon mal so Anregungen im Video bekommt oder vielleicht auch was aus einem Video lernen kann. Ich habe mir auch schon ganz viele Videos dazu angeschaut. Und wie gesagt, wenn ihr da Lust drauf habt, dann mache ich natürlich sehr, sehr gerne so eine Welpen-Videoreihe für euch. Also sprich Welpenausstattung, wie kann ich meinen Welpen beschäftigen und wie sind die ersten Tage und so weiter. Ich würde euch das dann alles erzählen und euch auch dann Sachen vorstellen, was ich jetzt für meinen Welpen so gekauft habe, was ich ihm fütter. Und ich möchte euch natürlich noch ein Bild zeigen. Ich weiß, also ich blende es euch nicht ein, sondern ich zeige euch das jetzt einfach mit meinem Handy. Und zwar sieht sie so aus, oh, die Kamera blendet jetzt leider total doof. Vielleicht sieht man es ja trotzdem. Ich hoffe natürlich, dass man es erkennen kann. So sieht die Kleine aus und ich freue mich schon total, euch die ersten Tage zu vloggen, weil sowas ist ja immer total interessant, finde ich. Also besonders, wenn man dann auch vorhat, vielleicht einen Hund zu holen. Ich freue mich schon total, euch diese Welpen-Videoreihe abzudrehen und ich überlege dann auch noch, aus wie viel Videos die bestehen wird und vielleicht, wenn jemand von euch Fragen hat, dass ich dann so ein Fragen- und Antworten-Video für euch machen könnte.
Dann habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, hat denn jemand von euch eine Wunschliste? Also ich meine so richtig, so eine Oldschool-Wunschliste, wo ihr euch draufschreibt, was ihr denn gerne hättet. Also materielle Dinge. Weil ich habe so eine und vielleicht würde euch da ja auch ein Video drüber interessieren, was ich mir denn so wünsche. Und Leute, ich muss jetzt eins sagen, bevor hier irgendwelche Kommentare kommen oder es vielleicht jemand von euch falsch versteht. Also die wichtigsten Dinge im Leben sind natürlich die Gesundheit, Glück, Familie. Diese Sachen kann man natürlich mit keinem Geld der Welt kaufen. Und deswegen habe ich ja gesagt, eine Wunschliste mit materiellen Dingen. Es gibt ja viele Leute, die sich das ein oder andere wünschen und dann einfach mal aufschreiben und vielleicht sich den ein oder anderen Traum oder Wunsch erfüllen können. Und ich mache mir auch immer sowas, also einfach speziell für jedes Jahr, einfach so eine Wunschliste. Ich mache die meistens am PC und habe dann halt so Sachen drauf, die ich mir gerne über das Jahr kaufen würde. Und mich würde jetzt interessieren, ob ihr dazu vielleicht mal ein Video von mir sehen möchtet. Ich mache das jetzt mit den Wunschlisten schon etwas länger, also über 2-3 Jahre ungefähr. Und meistens konnte ich mir auch immer alles so weit erfüllen. Es gab natürlich auch das ein oder andere, wo einfach nicht drin war, weil es vielleicht einfach zu teuer war. Und man dann im Endeffekt eingesehen hat, okay, vielleicht brauche ich es doch nicht. Und dafür sind diese Wunschlisten auch immer gut. Dann sieht man vielleicht auch, also man schreibt sich dann einfach drauf, was man gerne hätte. Und vielleicht ist es dann in einem halben Jahr doch nicht mehr so aktuell. Und dann ist man ganz froh, dass man sich es nicht gleich gekauft hat. Also vor sowas können diese Wunschlisten natürlich auch schützen. Und wie gesagt, wenn ihr dazu ein Video sehen möchtet, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Das würde ich natürlich sehr, sehr gern für euch abdrehen. Das war's jetzt auch schon mit meinem Vlog. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat oder dieses neue Format auf meinem Kanal. Und falls ihr öfter solche Videos von mir sehen wollt, lasst es mich doch gerne in den Kommentaren oder in den Bewertungen wissen. Passt gut auf euch auf, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!